Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute geht es um die Quest 2 und dem Facecover. Und wenn ihr ein Facecover umsonst erhalten wollt, dann bleibt einfach dran. Nach dem Intro geht's weiter. Ja, es gab ziemliche Schwierigkeiten bei manchen Leuten, die dieses Facecover von der Quest 2 benutzt haben. Und da gab es Hautreizungen rundherum, wo das Teil halt auflag, das Facecover. Und ja, ging bis zu Rötungen, ging bis zu Schwellungen. Also ich habe da Bilder gesehen, die sahen echt heftig aus. Und das war Grund genug für Oculus und Facebook zu sagen, okay, wir gehen der Sache jetzt mal nach, wir untersuchen diese Facecover. Und dann wurde festgestellt, okay, wir haben chemische Rückstände gefunden, auch wenn die minimal waren, aber die waren hier enthalten weiterhin und in einer ganz geringen Konzentration. Trotzdem war es für manche Leute einfach zu viel, dass die Haut wirklich sehr, sehr allergisch reagiert hat. Und ja, da hat Facebook jetzt gesagt, okay, den Leuten, die da Probleme mit haben, können sich ein neues Facecover bei uns ordern. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Ich habe das Ganze schon durchgemacht und ja, ich habe Post erhalten. Packen wir gleich mal aus. Schauen wir mal an, wie das Ganze dann aussieht, wenn man das so bekommt. Vorab aber, ich habe keine Probleme mit dem Facecover. Also ich habe keine Hautreizungen, Rötungen, Schwellungen oder sonst was bekommen. Aber ja, wenn Facebook schon sagt, okay, wir geben euch ein neues Facecover, weil da stimmt was nicht mit, dann sollte man das auch wirklich ja, in Anspruch nehmen, meiner Meinung nach. Und ja, ich würde sagen, gehen wir jetzt erstmal zum Unboxing. Und nach dem Unboxing, wenn ich alles gezeigt habe, zeige ich euch das Prozedere, wie das Ganze abläuft. Ich werde auch Timestamps reinsetzen, dann könnt ihr auch gerne das Ganze überspringen. Aber ich finde ganz interessant, wenn man mal sieht, was sie so schicken und wie das Ganze aussieht. Und ja, das machen wir jetzt einfach mal hier auf. Und ja, Lieferung ging es eigentlich relativ schnell, nachdem klar war, okay, ich kann ein Facecover bekommen und meine Seriennummer passt, weil man muss das Herstellungsdatum darf nicht nach dem 4. Januar sein. Also es muss noch vor dem 4. Januar hergestellt sein. Und ja, wenn das dann zutrifft, dann wird die Seriennummer geprüft und man bekommt halt dann wirklich ein Facecover. Und das ist dann von VR Cover 1. Ich packe erstmal den Karton weg. Jetzt kann ich mal ganz kurz hier auf groß schalten. So sieht das Ganze dann aus. Cool. Also ich habe es echt bis jetzt noch nicht geöffnet. Also ist für mich jetzt auch neu. Mach ich mal ganz kurz hier das Siegel auf. Ich habe jetzt extra den Zoom, also diesen Automatik-Zoom angelassen von der Webcam, die ihr hier seht, damit ich eventuell auch ein bisschen was näher zeigen kann. Und nachher schalte ich dann wieder auf die andere Kamera um. So, geöffnet. Gleich können wir mal auf einen Vergleich machen, ob es jetzt anders aussieht oder nicht. Aber ich denke, das wird ganz anders aussehen. Und ja, hier haben wir einmal das Facecover ohne Aufsatz. Und hier haben wir jetzt die Aufsätze. Sind sogar zwei dabei. So, schauen wir uns jetzt mal an. Die sind aber auch beide identisch, also von der Dicke her, wie man hier sieht. Die sind wirklich identisch. So, im Gegensatz das Originale mal hier dran. Ich zeige euch das aber gleich auch noch in die Kamera da. Halte ich das mal gerne rein. So, jetzt ist das einfach mit Klettverschluss. Ist natürlich so ein Kunstleder. Der Klettverschluss hält schon mal sehr gut. Aber Kunstleder hat halt den Vorteil, es wird nicht komplett mit Schweiß getränkt. Man kann es abwaschen und ist natürlich auch ja, hygienischer, das Ganze.
Im Gegensatz zu dem Teil hier, was sich sehr schön mit Schweiß vollsaugt und dann auch eventuell die allergischen Reaktionen dann ja auslösen kann. Denn wenn Schweiß raufkommt, können auch sich ja, Partikel lösen oder irgendwelche chemischen Stoffe und dann in die Haut gelangen. Ja, ist auf jeden Fall schon mal sehr cool, dass wir jetzt wirklich auch zum Austauschen da was bei haben. Also mehr gibt es jetzt eigentlich hier nicht zu sehen. Ich schalte jetzt nochmal hier um. Kann ich das gerne nochmal in die große Kamera halten. So sieht es dann quasi aus. Und neu ist jetzt auch, dass wir hier diese Gummilippe haben, wo wir kleinen Sichtschutz haben, sage ich mal, vor Eindringen von Licht von außen. Ne? Also liegt auch ganz bequem, sieht auch echt geil aus, sehe ich gerade in meiner Kamera. Also ich kann jetzt zum Tauchen gehen. Aber ja, ich bin gespannt auf die ersten Tests. Aber bisher, muss ich sagen, liegt es echt sehr bequem an. Fühlt sich fast noch besser an als das hier. Und da ich ja gerne mal Thrill of the Fight spiele und Sportspiele sowieso, ja, habe ich das Problem, dass nach dem Sportspiel ich eigentlich das Ding hier nicht mehr gebrauchen kann. Und ich das wirklich waschen muss unterm Wasserhahn und dann trocknen lassen muss, weil es sonst echt fies ist. Und hiermit kann ich bequem das Teil abmachen, mach das andere drauf und schon geht's weiter. Oder wenn man mit mehreren Leuten zockt, ne, ist es natürlich auch cool, wenn man da wechseln kann. Und ja, jetzt schaue ich mal ganz kurz, wie gut das hier drauf passt. So, kurze Unterbrechung, bevor ich hier weitermache mit dem Spacer für die Brillen. Also ich habe gerade nochmal nachgelesen, es ist auch kein kleiner Zettel dabei. Not compatible with the Oculus Glasses Spacer. Also das kann man nicht damit verwenden. Also ich habe es auch eben nochmal probiert, das passt einfach nicht. Also wenn ihr das eigentlich notwendig erachtet, das Ganze hier, und ihr sagt, ohne das geht's gar nicht, ja, dann habt ihr genau wie ich jetzt Pech. Ich muss mal gucken, wie gut das klappt ohne diesen Spacer. Und ja, ich bin da echt gespannt, ob ich da jetzt Probleme mit habe oder nicht mit dem VR-Optikerlinsen oder wenn ich mal mit Brille spiele, mit der Brille. Ist natürlich nicht so toll, aber ja, das sind jetzt erstmal die Infos, die ich jetzt dazu habe. Weiter geht's. Ja, und schon passt's. Also der Abstandsrahmen war jetzt nicht wirklich gut dafür, aber ich muss mal nachher testen, ob es ein Problem jetzt von mir war oder ob es wirklich generell nicht mit dem Abstandshalter geht. Aber ich teste das jetzt mal ganz kurz. Ich habe die VR-Optiker-Linsen hier drin und ohne den Abstandshalter kamen meine Wimpern schon mal an die Linsen. Ich gucke jetzt, ob das auch noch so ist. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich trotzdem ein bisschen zu nah an den Linsen jetzt dran bin. Und ist natürlich dann nicht optimal, aber es ging. Also meine Wimpern kamen jetzt nicht dran, aber hier mein Nasenrücken, der kam schon an die VR-Optiker-Linsen ran, ist natürlich nicht so gut. Okay, dann kommen wir mal zu den ganzen Prozedere. Wie komme ich zu einem neuen Facecover? Und ja, da kann ich euch nur die Support-Seite ans Herz legen, die ich unten in die Beschreibung gepackt habe. Und hier wird nochmal ja, erklärt, warum, wieso, weshalb die diesen, ja, Austausch jetzt nicht wirklich machen, aber warum die neue Facecover rausschicken. Und ja, und dann kommt auch nochmal zum Tragen, wann das Headset hergestellt wurde. Also die machen da wirklich einen Cut und sagen, alle, die vor dem 4. Januar hergestellt worden sind, ja, die haben dieses Problem, dass irgendwelche Stoffe hier drin sind, die Hautreizungen hervorrufen können, und danach haben die das scheinbar abgestellt und haben dagegen gearbeitet, dass das nicht mehr auftaucht. Nichtsdestotrotz, zeige ich euch gleich, gibt es in der Anfrage, die man einreichen kann, einen Punkt. Ich habe das Headset wurde nach dem 4. Januar hergestellt und ich habe trotzdem Hautreizungen. Also diesen Punkt gibt es auch. Da kann ich euch aber nicht sagen oder nicht versprechen, ob ihr trotzdem ein neues Facecover bekommt. Also wenn das ein altes Headset ist, was vor dem 4. Januar hergestellt worden ist, bekommt ihr definitiv einen Ersatz. Also dieses Facecover hier von VR-Cover. Und ja, wenn es nicht der Fall ist und das ist nach dem 4. Januar hergestellt worden, dann ja, müsst ihr das probieren. Ob es dann klappt, weiß ich nicht.
Als nächstes müsst ihr eure Seriennummer herausfinden und ja, das geht am einfachsten, wenn man sich den Karton nimmt. Also bei mir war es am einfachsten. Dann zeige ich euch mal ganz kurz. Und zwar ist ganz unten auf der Seite ist ein Aufkleber drauf auf dem Karton und da ist dann direkt ersichtlich eigentlich SN Doppelpunkt und dann geht es bei mir mit 1WMVR weiter. Und ja, diese Nummer habe ich auch benutzt und das hat ohne Probleme geklappt. Ihr könnt aber auch das Headset benutzen. Und bei mir, bei meinem Headset, ist es hier auf der Seite. Die sagen rechte Seite. Gut, wenn ich das jetzt hier so halte, ist es hier rechts. Ne? Hier steht dann auch eine Nummer und die beginnt bei mir mit 1WMHH. Und das steht auf der Hardware selber drauf. Und diese ja, WMVR-Nummer steht halt auf dem Karton drauf. Und ja, diese gebt ihr dann einfach an und... das machen wir hier. Und hier haben wir direkt den Punkt ausgewählt, wenn ihr diesen Support-Button drückt oder den Link, den ich euch jetzt in die Beschreibung gepackt habe. Hier ist der Support-Button, da könnt ihr draufklicken. Und ja, oder ihr benutzt den Link direkt. Dann steht hier direkt, ich mache mir Sorgen wegen einer Hautreizung bei der Benutzung meines Quest 2 Gesichtspolsters. Also es reicht, wenn ihr euch wirklich Sorgen macht, ihr müsst nicht wirklich diese Hautreizungen haben, um ein ja, neues VR-Cover umsonst zu bekommen, umsonst zu erhalten, sondern es reicht, dass ihr euch Sorgen um eure Gesundheit macht. Und ja, die haben nicht aus ja, heiterem Himmel oder ohne Grund neue VR-Cover umsonst rausgeschickt, sondern es hat wirklich einen Grund, warum die das hier eventuell ja als nicht so toll erachten. Ne? Da haben die ja wirklich wahrscheinlich Laboruntersuchungen gemacht. Und ja, ich würde sagen, wenn das der Fall ist, dass die euch deshalb auch ein neues VR-Cover anbieten, sollte man das auch nutzen, weil die haben hier definitiv irgendeinen Fehler drin, der so nicht passieren darf. Auf keinen Fall. Okay, so, wenn ihr das hier angewählt habt, habt ihr ja sowieso, ist automatisch angewählt, dann gebt ihr hier eure E-Mail-Adresse an, wie er heißt, Max Mustermann natürlich, und dann könnt ihr eine Telefonnummer angeben, müsst ihr aber nicht, und dann den Grund der Kontaktaufnahme, und ja, hier könnt ihr dann nochmal anwählen, oder müsst ihr anwählen sogar, ich habe ein Headset, das vor dem 4. Januar hergestellt wurde und möchte einen Ersatzgesichtspolster. Das war meine Option, und ja, wenn ihr den Fall habt, dass es nach dem 4. Januar hergestellt wurde und habt trotzdem Hautreizungen, dann könnt ihr euch mit dem Support in Verbindung setzen und ja, dann wird wahrscheinlich weitere Schritte, dann werden dann eingeleitet. Vielleicht wollen die dann auch Fotos, Beweisfotos haben, dass ihr da wirklich Hautreizungen habt. Wenn ihr das habt, könnt ihr das natürlich dann auch ohne Probleme hier als Datei anhängen und werdet wahrscheinlich dann auch ein neues Gesichtspolster bekommen. Aber ja, Mein Kontaktgrund war halt jetzt wirklich der obere und dann könnt ihr nochmal angeben, wo ihr das gekauft habt und so weiter und so fort. Ich habe es jetzt woanders bezogen, weil das der Doc für mich in der Schweiz bestellt hat und ja, das habe ich auch so angegeben und war trotzdem kein Problem. Also ihr müsst es jetzt nicht wirklich irgendwo bei Oculus geordert haben, sondern durch die Seriennummer könnt ihr das schon ganz gut rausfinden, ob das wirklich auch der Fall ist und ob ihr eventuell euch auch schon mal ein VR-Cover ja, organisiert habt darüber. Ne? Weil doppelt wäre natürlich dann unfair. Ja Leute, das war's eigentlich schon. Wenn ihr Fragen habt, stehe ich euch gerne zur Seite. Einmal könnt ihr das unter die Kommentare machen. Oder ihr kommt mich oder uns auf dem Dreiflatingo-Discord besuchen. Link steht unten auch in der Beschreibung. Wir freuen uns immer auf Leute, die unseren Discord besuchen. Und ja, dann wird ja auch mal ein bisschen mit Leben gefüllt, sage ich mal. Ja, das war jetzt das Facecover-Video und ja, ich werde euch mit Sicherheit da nochmal in den ein oder anderen Gameplays was dazu erzählen, wie bequem das jetzt ist oder wie bequem das nicht ist und werde euch dann auf jeden Fall berichten. Wie gesagt, bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Unten in den Kommentaren könnt ihr eure Fragen reinschreiben. Wenn ihr auch schon ja, Erfahrungen gemacht habt durch diesen Wechsel, gerne auch mal euer Feedback in die Kommentare reinschreiben. Hattet ihr Probleme oder lief das bei euch genauso problemlos wie bei mir? Also bei mir gab es überhaupt kein Problem. Ich habe nach diesem Einreichen einfach eine E-Mail bekommen mit einem personalisierten Link. Dann wurde quasi, ja, habe ich einfach draufgeklickt. Dann wurde
wurde quasi direkt 29 Euro Rabatt gewährt und ja, somit war das VR-Cover umsonst und ja, ich habe es bestellt und ich glaube 3 oder 4 Werktage später war es dann bei mir zu Hause da und ja, lief relativ problemlos und da bin ich auch gerne ja, auf euer Feedback gespannt, was ihr da so erlebt habt mit dem Oculus Support. Also ich muss bisher sagen, der Oculus Support ist von den technischen Sachen, also Technik, Hardware Supports einer der besten. Also ich habe schon andere Sachen erlebt, wirklich, aber der Valve Support ist da genauso gut. Also das sind so die Supports, wo ich sage, boah, wow. Aber da gab es auch schon andere Negativbeispiele, die ich jetzt nicht unbedingt nennen will. Aber es geht auch anders, negativer und da ist Oculus und Valve echt super und da können wir echt zufrieden sein. Okay, Leute, ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, Like raus. Abo-Button nicht vergessen, dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos gibt. Und ja, ihr unterstützt mich so. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.